Wir haben beim letzten Mal einen Plan vorbereitet, und zwar einen Krieg gegen das Osmanische Reich. Da möchten wir dieses Gebiet hier uns holen, Bosnien. Das würde doch die Grenze ein gutes Stück verschönern und auch einfacher machen zu verteidigen, hier gegen den Osten. Wir haben natürlich eine breite Front, weil die Walachei und Serbien natürlich auch für den Osmanen zum Osmanen gehören. Der Osmane hat nicht so viele Truppen, 25 Brigaden. Gut, wir haben doppelt so viele. Also er hat es nicht weniger, aber wir haben doppelt so viele. Ich hoffe eben bessere Truppen an sich, dass wir das gut hinbekommen. Wir stehen eigentlich solide da. Jetzt brauchen wir, glaube ich, noch den Kriegsrechtfertigungsgrund, richtig? Ich glaube schon. Bisschen leise noch. So. Dann müssen wir mal jetzt hier den Krieg rechtfertigen für eine Region, die wir gerne erobern möchten. Wir möchten den Osmanen aus der Großmacht rausbuxieren, um ihn danach in unsere Einflusssphäre zu packen vielleicht. Nee, die Pressesachen interessieren uns erstmal nicht. Ja, und was uns natürlich interessiert, da müssen wir nochmal kurz gucken. Ah, Spanien holt sich mal wieder was von Marokko, okay. Was wir schauen müssen ist, wie es wieder mit unserer Einflusssphäre ausschaut. So, in Bayern zum Beispiel. Oh ja, in Bayern haben wir wieder richtig viel und die Preußen haben kaum was. Was ist denn da los? Investieren die da noch? Die Franzosen, da sinkt es sogar. Das heißt, die Frage ist, wollen wir einfach die Preußen einmal absenken? Oder wollen wir die Preußen... Ich denke, ich werde die Preußen hier nochmal des Landes verweisen. In Baden haben wir jetzt ein Problem. Wegen den Franzosen, ja. In Sachsen haben wir ebenfalls ein Problem. Ungünstig. In Württemberg sind eigentlich nur die Preußen aktuell. Mal wieder am Start. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Hannover sind wir auch schon auf vertraut. 10,2 Infamie, leider relativ viel, was wir jetzt hier bekommen haben. Aber das geht noch. Sachsen-Weimar sind wir auf herzlich. Okay. Aber kurz einmal noch die anderen Sachen abchecken. Einmal kurz gucken. Hier scheint noch alles in Ordnung zu sein. Ah, in Modena sind die Franzosen leider extremst auf dem Vormarsch. Da werde ich die jetzt mal ausweisen. Parma. Das geht noch klar. Toskana. Oh ja, Toskana müssen wir im Blick behalten, Leute. Aber was ist jetzt mit Baden? Und mit Sachsen? Da werden wir nicht hinterherkommen. Die werden uns bei beiden rausdrängen können. Das ist natürlich ungünstig. Mission für das Osmanische Reich kommt leider nur schleppend voran. Wir haben scheinbar nicht hier genügend, was wir hier noch reinstecken können. Ah, wir könnten aber hier Prestige jetzt bekommen. Und Bewusstsein. Bewusstsein ist sogar, das wollen wir ja sogar, für die Reformen oder noch mehr Prestige. Und wir geben Baumwolle denen. Nee, wunderbar, würde ich sagen. Ja. Die sind jetzt gleich auf 100. Die Frage ist mit... Eine Großmacht in Verruf bringen, finde ich, bringt nicht so viel, weil das senkt halt nur das Ganze ab. Das bringt uns wahrlich nicht so viel. Berater ausweisen. Da würden wir den ganzen Einfluss entfernen. Das wäre natürlich was. Wenn wir jetzt noch die 50 rechtzeitig bekämen. Schatzkammer, wartet mal. Bayern, Württemberg. Bayern, Württemberg, Hannover, Sachsen. Wir müssen jetzt da nochmal kurz stärker in die anderen zwei investieren. Oh Gott, ich hoffe, ich merke mir das. Bayern, Württemberg, Hannover, Sachsen. Schauen wir mal, ob wir das jetzt wieder aufholen können, dass wir wenigstens die 50 vorher bekommen. Das könnte klappen. Ja, die haben wir gleich, das ist gut. Stopp. Und zwar möchte ich jetzt wenigstens die Berater ausweisen. Oder wartet mal.
Ah, wir müssen hier ganz vorsichtig sein, aber wir müssen noch ein bisschen warten. Hier wird es eine knappe Sache. Oh, das wird ganz knapp. Ich denke, wir müssen das jetzt sogar so machen. Berater ausweisen. Kriegen wir hier, kommen wir noch auf die 50? Oh, ist das knapp. Ja, wir kommen auf die 50. Sehr gut. Wir warten noch kurz. Und stopp. Berater ausweisen. Preußen. Hui, das war aber mal knapp. Die hätten uns hier fast aus der Einflusssphäre geschmissen. Aber das Problem ist natürlich, geht der Kampf hier weiter um diese beiden Länder. Und in Bayern müssen wir auch wieder investieren, oder? Oder? Es scheint sogar gerade in Ordnung zu sein. Oh, die Bevölkerungsverluste. Dann verlieren wir leider wieder Prestige. Und diese Kartoffelfäule, ja, komm. Verlieren wir ein bisschen Prestige, das nehme ich hin. Parma ist noch völlig in Ordnung. Hey, wir haben den nationalen Fokus noch erhöht, sehr schön. Richtig, Toskana müssen wir einfach im Blick behalten aktuell. Das müssen wir auch noch im Blick behalten. Aber Hannover wollte ich natürlich weitermachen. Weil da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und das andere war Sachsen, Weimar? Auch mal wieder ein bisschen was investieren. Okay, das müssen wir jetzt halt leider alles ein bisschen genau im Blick behalten. Erstmal brauche ich eine neue Forschung. Ist die Frage, ob wir jetzt doch mal schon mal auf Militär gehen. Oder ob wir uns noch ein bisschen diese Industriesachen holen. Ich meine, wir haben einen Bonus auf Industrie- und Militärforschung. Ich meine, wir fühlen uns aber Krieg. Vielleicht sollten wir uns doch mal die Berufsoffiziere holen. Und die Hinterlader 1850 brauchen wir dann eigentlich auch mal langsam. Bald, also ich hole mir jetzt erstmal Berufsoffiziere. Vielleicht dann noch Vorderlader, Hinterlader und dann wieder stärker Industrie. Dann können wir wieder ganz gut mithalten. Die Kriegsrechtfertigung braucht noch ein bisschen. Oh nein, Algerien wird jetzt geschluckt. Aber es ist, glaube ich, eh kaum noch wertvolles Gebiet. Naja, wobei, das wäre schon noch mal schön gewesen, das zu holen. Aber das hätte 10 gekostet, glaube ich. 10 Infamie. Das holen sich jetzt die Franzosen. Damit haben wir leider kein schön zusammenhängendes Gebiet. Aber was soll's. Achso, ich habe noch einen nationalen Schwerpunkt. Den können wir noch vergeben. Und zwar hier. In Ostgalizien. Ich würde sagen, da holen wir uns mal ein bisschen mehr Soldaten. Brauchen auch mal ein paar mehr Soldaten. So, der Rest läuft. Solide. Alfeld haben wir immer noch die ganzen Facharbeiter. Also, was heißt die ganzen 500? Hier war irgendwo Alfeld. Hier, genau. Aber da habe ich doch schon Sachen gebaut, richtig? Hexer! Ave! Danke für den Follow. Willkommen. Ah, warte mal. Das wird hier alles nicht gebaut, oder? Meine Fabriken. Vielleicht kann es sein, dass uns vielleicht die Maschinenteile fehlen, um Fabriken zu bauen. Ja, ich habe das so eine Vermutung, dass die uns fehlen, Maschinenteile. Ja, es fehlt überall Maschinenteile. Okay, gut, dass wir eine Maschinenteilfabrik bauen. Aber auch aktuell nur in Mähren eine. Ne, hier wird auch noch eine gebaut. Sehr gut. Brauchen wir hier auch noch eine Maschinenteilefabrik? Was soll's? So, die osmanische Bedrohung. Ja, 10 Millionen Einwohner hat jetzt der große Staat Österreich. Also ich brauche jetzt nicht mein Geld für weitere Fabriken ausgeben, wenn uns die Maschinenteile fehlen. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal wieder in die Diplomatie schauen. Oh, komm, die überholen uns hier schon wieder leider, die Franzosen. Und in Sachsen. Oh Gott. In Sachsen ist es ja richtig abgrundtief problematisch. Da wollen uns jetzt die Preußen mit allem, was sie haben, rausdrängen. Vielleicht bei Hannover mal wieder ein bisschen weniger noch investieren. Und Sachsen-Weimar. Weiß ich auch nicht. Warte mal, können wir nicht noch die Beziehungen. Nee, wir haben ja hier schon Maxim. Wir haben überall maximale Beziehungen. Bei Hannover können wir mal noch die Beziehungen verbessern.
Ich glaube, dann wird es effektiver, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir mussten ja auch noch die anderen im Blick behalten. Ich muss in Bayern ja auch wieder was investieren, langfristig jetzt. Luca war noch in Ordnung. Modena ist noch in Ordnung, die Welt. Hier haben wir noch Zeit. In Parma. In der Toskana müssen wir noch... In der Toskana müssen wir als nächstes auf jeden Fall ran. Das darf ich nicht vergessen, erinnert mich gerne. Die Toskana wird noch wichtig werden. Was ist eigentlich mit Sizilien hier? Das haben wir immer noch nicht in unserer Einflusssphäre, weil wir so langsam hier nur vorwärts kommen. Meine Güte. Wo investiere ich denn aktuell noch? Ach so! Ja, ich pulver hier meinen ganzen Einfluss hier irgendwie in Krakau raus und werde die ganze Zeit runtergestuft. Ja, das brauche ich jetzt auch nicht mehr machen. Dann sparen wir doch mal hier ein bisschen noch. Perfekt. Dann sollte einiges schneller gehen. Oh, Korea gewährt Extraterritorialität. Aus Korea reichen uns Nachrichten, dass dort Ausländer gemäß der Gesetze ihrer Heimatländer vor Gericht gestellt werden dürfen. Zweifellos geschah dies auf Druck der Großmächte. Das sind somit gute Nachrichten. Okay, gut. Wie können denn die so unfassbar steigern, die Preußen? Das verstehe ich nicht. Die haben ja jetzt schon doppelt, mehr als doppelt so viel. Das heißt, wir werden nicht auf die 50 kommen, bis die bei 100 sind, vermutlich, oder? Wollen wir noch irgendwo drauf verzichten? Sachsen-Weimar. Dann verzichten die auch drauf, oder? Nö, die machen noch weiter. Das ist erstmal gut. Bayern. Modena ist bankrott. Wir hielten den Kriegsgrund... Ah ja, Region erobern gegen Österreich. So, jetzt muss ich aber nochmal zur Toskana schauen. Weil wenn ich den Krieg beginne, dann vergesse ich alles andere. Eigentlich müssten wir hier noch warten, dass es effektiver wird. Aber komm, bevor ich es vergesse... Botschafter ausweisen, Frankreich bitte. Vielen Dank. So, bevor wir es vergessen, machen wir es so. Okay, jetzt heißt es den Feldzug führen. Und doch hoffentlich erfolgreich, würde ich mal sagen. Ach, schaut mal, die Franzosen, die Osmanen sind hier unten. Gut, da haben wir jetzt leider keinen Grenzschutz, aber das sind nur unsere Kolonien. Solange wir diese Hauptgebiete schneller erobern, ist es doch, denke ich, angenehmer. Bosnien war das, ne? Ja. So. Welche Bündnispartner hätte ich denn? Sie werden akzeptieren, werden akzeptieren, werden. Also wenn ich das richtig lese, würden alle unsere Bündnispartner uns zu Hilfe kommen. Dann können wir sie auch rufen eigentlich. Sollte ja nichts dagegen sprechen. Dann geht es noch ein bisschen leichter. So. Der Krieg wurde erklärt. Die Armeen dürfen marschieren. Laut dem österreichischen Militärkommando und dem Plan, den wir haben. Achso, Serbien ist noch nicht direkt, glaube ich, offiziell im Teil des Krieges. Erst, was, das verräterische Krakau? Toskana ehrt uns, Sizilien ehrt, Parma ehrt, Modena ehrt, Luca ehrt, Württemberg ehrt, Sachsen ehrt, Bayern ehrt, Baden ehrt, Spanien ehrt, Schweden ehrt. Nur Krakau hat uns verraten. Aber auf die 6000 Truppen können wir wirklich verzichten. So. Warte mal, ist nicht Serbien... Serbien ist in der Einflusssphäre mit Österreich, aber sie sind nicht... mit der Osmanen. Sind nicht im Krieg mit uns, aber die Walachei schon. Ah, okay. Hier haben wir einen Angreifer plus 2. Oder haben wir einen Verteidiger? Der sollte am besten eigentlich an die Front. Packen wir den mal hier hin. Hierhin, hierhin. Das ist ein Angreifer plus 3, okay. Schauen wir mal, wie sie laufen werden. Wir haben ja auch keine starke Flotte, das muss man auch mal so sagen. Jetzt haben wir hier kurz Verschleiß, aber die sind gleich wieder weg. Algerien bekommt keinen Durchmarsch. Das ist klar. Modellkolonie in Frankreich. So, unsere anderen Truppen kommen. Was haben wir denn hier jetzt? Moldawien. Ach, Moldawien ist ja auch auf deren Seite. Richtig. Richtig. Vielleicht können wir hier gleich ein paar Truppen nach Nordosten... Ach, jetzt will Krakau wieder ein Bündnis.
Ja, nee, Krakau werden wir leider an die Russen verlieren. Das ist aber nicht so schlimm. Die Franzosen wollen Militärzugang im Krieg gegen Algerien. Ja, ich glaube, da spricht nichts dagegen. Das werden wir denen mal geben. Und ich hoffe, wir können dadurch die Beziehungen wieder ein bisschen verbessern. Nur ein Bündnis wollen sie nicht, weil sie mit Russland verbündet sind. So schaut's aus. Kurz einmal die Diplomatie beachten. Das sieht nicht so gut aus, Freunde. Und auch hier Sachsen ist echt. Ich werde mal wieder auf Bayern verzichten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in Sachsen noch so viel gut machen können wieder. Werden wir noch Militärzugang gewähren? Vielleicht bringt das noch ein bisschen was. Ah, die haben gerade aufgehört, die Preußen. Oh mein Gott, das ist gerade unser Glück zum Aufholen. Aha, sie haben dafür bei Hannover uns wieder irgendwie zurückgedrängt. Aber das ist eine ganz gute Möglichkeit. Hier haben sie auch aufgehört. Was ist denn da los? Was machen denn die Preußen? Oh, hier unten ist schon alles besetzt. Wir waren ein bisschen langsam jetzt. Wo ist denn jetzt der... Das, hier ist doch der starke Angriffsgeneral plus 3. Der soll mal da hochmarschieren. Während wir hierhin marschieren und hierhin. Und dann... Ach, da unten ist eine osmanische Armee. Dann lasse ich lieber den da bei der osmanischen Armee angreifen. Unterstützungstruppe dafür. Ihr geht dorthin. Haben wir hier einen Angreifer dabei? Ja, plus 1. Das könnte reichen. Dann machen wir es so. So, jetzt gucken wir mal, wie die Schlacht läuft. Ja, die sind eingegraben und wir haben leider einen Geländemalus. Und die haben einen Vierer-Verteidiger. Das ist sehr ungünstig. Oh, wir haben gerade auch richtig hohe Verluste. 2600. Verdammt. Das ist keine gute Schlacht. Und die Bayern marschieren hier auch nicht rein. Wir müssen uns zurückziehen. Hilft nichts. Das war eine sehr ungünstige Schlacht. Oder rettet uns die Masse. Aber jetzt hier mit allem reinzugehen in die Schlacht, ich glaube, das wäre nicht so clever. Nee. Das möchte ich jetzt ungern. Wir ziehen uns zurück aus der Schlacht. Rückzug. Oh Gott, unsere ganze Armee wird hier vernichtet. Ich kann mich noch nicht zurückziehen. Wenn wir Pech haben, verlieren wir alle Truppen. Oh, das war eine sehr ungünstige Schlacht für uns. Jetzt. Ach, jetzt sind die Bayern reinmarschiert, oder was? Jetzt sind die Bayern reinmarschiert, das gibt's ja nicht. Wenn ich jetzt wüsste, wie gut das für die läuft. Aber jetzt sind die Osmanen schon geschwächt. Jetzt können wir auch noch reinmarschieren. Ah, toll. Erst eine Schlacht verloren, aber okay. Ist schon recht. Ah, die fliehen hier. Dann müssen wir einmal da hoch und müssen Moldawien angreifen. Hä, wo sind jetzt die aus? Die ziehen sich zurück. Na dann hinterher. Hinterher. Da greifen wir auch gleich an. Und wir umstellen sie. Ich teile mal die Armee. Jetzt haben wir natürlich hier keinen Anführer. Serbien ist bankrott. So, wie läuft jetzt diese Schlacht? Dreier-Anführer von der Toskana ist hier mit dabei, sehr gut. Ah, die Schlacht haben wir gewonnen und den Feind haben wir tatsächlich völlig hier vernichtet. Exzellent. Ah, wie läuft diese Schlacht? Oh Gott, die laufen aber auch ohne den General in den Vierer-Verteidiger rein. Ich hoffe, wir machen es hier oben besser. Weiß nicht, was die Sachsen für Ideen haben. So, Württemberg sieht noch gut aus. Sachsen, okay, kriegen wir wenigstens das in den Griff. Baden. Oh, mal gucken. Baden können wir vielleicht die Franzosen auch wieder wegbekommen. Sachsen ist halt das größte Problem. Die Preußen investieren nicht mehr in Sachsen.
Deswegen müssen wir wieder in Bayern anfangen. Wer weiß, was sie da vorhaben. Hier werden wir nochmal die Botschafter ausweisen, bitte. Sehr schön. So, in der Toskana. Auch wieder was investieren. Hannover. Okay, Sizilien sind wir gut dabei. Den Rest halten wir hier irgendwie stand. Wie es mir doch scheint. Sachsen müssen wir halt im Blick behalten. Und Baden. Baden investieren ja auch immer noch die... Ah, jetzt investieren jetzt leider die Preußen auch wieder. Schade. Oh, ich habe die Schlacht hier gewonnen. Schauen wir mal, ob wir hier unten dann nochmal was machen können. Ziehen wir mal hier die Truppen zusammen. Erik, moin, ich grüße dich, Abel. So, dann läuft das ein bisschen schneller. Ah, die Spanier sind auch schon da. Achso, was ich eigentlich schauen wollte, wie viel haben wir denn schon? Wir sind gerade mal bei 3%. Okay. Das dauert noch ein bisschen, da müssen wir viel besetzen. Das wird ein etwas längerer Krieg, aber wir haben ja zum Glück viele Verbündete, die uns helfen. So. Wir müssen nur Sachsen, wie gesagt, im Blick behalten. Ja, 82. Kommen wir dann noch auf 65? Das wäre natürlich richtig spitze. Vielleicht werde ich ja nochmal hier kurz Toskana lassen. Sizilien mal kurz lassen. Das kurz lassen. Bayern ist natürlich wichtig, dass wir es machen. Aber ich lasse es auch mal. Wir müssen versuchen, bei den Sachsen noch auf 65 zu kommen, bevor die auf... Ah, glaube ich nicht, dass das realistisch ist. Und hier in Baden könnte möglich sein. Wir sind jetzt bei 86. Auf nach Nice, da ist sogar schon eine Fabrik. Angenehm. Die sind vor uns geflohen, glaube ich. Hier sind kleinere osmanische Verbände, aber unsere Armee leider hier ist noch sehr geschwächt. Aber da werden sich die Bayern, denke ich, drum kümmern. Ach so, die Osmanen haben bestimmt mobilisiert, oder? Wir haben natürlich nicht mobilisiert. Wie viele Truppen haben die denn jetzt? Immer noch nur 27 Brigaden. Dann haben sie, glaube ich, nicht mobilisiert. Ich muss jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt mobilisieren. Das ist jetzt nicht notwendig. Sachsen ist gerade wichtig. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier auf die 65 noch kommen. Sonst müssen wir den halt wieder da entfernen. Ich glaube in Frankreich. Ah, jetzt in Frankreich investieren die Preußen auch wieder. Ah, es wird knapp. Es wird richtig knapp. Uns fehlt noch 5,5 Einfluss und denen fehlt noch 8. Warte mal, wir entfernen mal bei Baden kurz. Ah, okay, kurz bei Baden alles entfernen. Das wird haucheng. Das wird haucheng. Boah, die kriegen bei jedem Step 0,5 dazu. Und wir auch. Wir müssten es schaffen. Wir müssten es schaffen. So. Botschafter ausweisen Preußen. Weg damit. Der gesamte Einfluss ist weg. Jetzt gehen wir volle Kanne auf Baden. Reduzieren bei Sachsen. Und brauchen die ganzen anderen wieder. Sicherheitshalber. Bayern vor allem auch. Luca geht noch. Modena. Müssten wir. Ist aber nicht ganz so wichtig. Toskana. Oh ja, Toskana wäre aber wieder wichtig. Württemberg. Und vor allem Sizilien wollte ich ja wieder weitermachen, dass wir da mal den Einfluss hinbekommen. Blackdrift, einen wunderschönen guten Abend. So, und in Hannover machen wir auch wieder weiter. Und in Sachsen-Weimar ein bisschen Einfluss investieren. Da können wir die Preußen ein bisschen auf Trab halten vielleicht. Wir brauchen eine neue Forschung. Ich würde gerne die Vorderlader nochmal schnell... erforschen, dass wir dann auch noch für die Hinterlader bereit sind. So, war das nicht unser guter Angreifer? Plus 3? Greifen wir mal hier die kleine Armee an. Das sollten wir doch hinbekommen. Oh, 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 oh. Wir haben hier ein paar größere osmanische Verbände.
Habe ich eine Armee verloren? Ich würde ja gerne auch mal das Kriegsgeschehen ein bisschen beobachten. Die Frage ist, Kessel nehme ich jetzt hier unten ein und greifen mich an? Oder wollen sie da unten Baden angreifen? Ich weiß es nicht genau. Ich werde mal hier nach Osten marschieren. Vielleicht können wir ihnen den Weg abschneiden. Wir haben leider hier überall nur einen Angreifer Stufe 1. Doch, der ist Stufe 2. Wartet mal. Juli. Komme ich da überhaupt rechtzeitig an, um ihn abzufangen? Ich glaube schon. 11. Juli. 14. Dann können wir den Nachschub der Osmanen direkt abfangen. Das sollte doch eine gute Schlacht sein. Ah, wir haben trotzdem minus 3. Wegen Flussüberquerung. Aber trotzdem verlieren die Osmanen gerade mehr. Wir würfeln auch sehr gut. So, jetzt haben wir auch ordentlich viele Truppen hier in der Schlacht. Die Schlacht sollten sie jetzt eindeutig verlieren. Ah, und diese Schlacht, die haben wir gewonnen. Perfekt. Gehen wir mal hier zurück. So, ein paar Schlachten zu gewinnen sollte uns schon mal helfen. Perfekt. Die Frage ist, ob wir jetzt halt auch uns es wagen wollen, hier anzugreifen. Ah, Geländehügel. Dann kriegen sie auch schon mal einen Verteidigerbonus. Und ich weiß halt nicht, wie stark der General ist von denen. Die scheinen ja lauter gute Verteidigungsgeneräle zu haben. Es ist echt ein Kraus. Ich würde sagen, wir teilen hier einfach mal die Truppen auf und besetzen noch Gebiete. Die Spanier helfen uns ja gleich aus dem Süden. Wir haben ja auch schon ziemlich viel hier besetzt. Machen wir hier ein TikTok-Spiel oder was ist denn das? Ein Hin und Her. Wir greifen oben an. So. Die Spanier hier im Süden. Ups, wir können hier nochmal vorrücken. Hier führen wir jetzt eine Schlacht. Oh Gott, auch wieder minus 3. Das ist aber auch alles natürlich Gelände zum Verteidigen. Aber wir sind zum Glück stark genug, dass wir die Armee schnell hier wegbekommen. Obwohl es auch ein 4er Verteidiger ist. Die haben alle 4er Verteidiger. Das kann ja nicht wahr sein. Maystone Eagle Eye, Abe, ich grüße dich. Schön, dass du reinschaust. So, ich würde trotzdem gerne noch da hinten einmal angreifen, dass wir die schwächen können. Ja, der Osmane will jetzt unten, glaube ich, hinmarschieren. Aber kommt es auch zu einer Schlacht? Erstmal noch nicht. Ah, die 2000 hier, die schnappe ich mir doch direkt. Das ist schönes Futter. Oh ja, in Baden müssen wir jetzt auch gleich wieder was machen, bei den Franzosen natürlich. Aber es sind leider die Preußen da ja auch schon wieder am Start. Jetzt werden es da die Preußen versuchen. Württemberg. Wieso investiere ich überhaupt in Württemberg gerade? Lassen wir mal sein. Schlacht von Tuzla, wartet mal. Hier oben hin. Toskana. Ja, wenn ich die nicht verlieren will, muss ich da ein bisschen was investieren. Sachsen, Weimar oder Hannover? Hannover sind wir halt auch noch auf einem ganz guten Weg eigentlich. Sachsen, Weimar. Eigentlich auch, da will ich nicht aufhören. Oh ja, Bayern müssen wir sogar weitermachen. Okay. Schauen wir mal bei Baden, da muss ich jetzt erstmal den Franzosen den Einfluss entziehen. Und jetzt habe ich aber wieder das Problem mit den Preußen, die mich wieder überholen können. Ah, vielleicht habe ich auch Glück, dass die Preußen jetzt wieder aufhören. So, wo war die Schlacht? Hier war die Schlacht, perfekt. Oh, hier habe ich dann, glaube ich, auch eine Flussüberquerung. Wartet mal. Versuchen wir es mal so. Hier haben wir schon was besetzt. Gehen wir mal nach Edessa. Oh, es gibt auch schon Seegefechte. Die Spanier machen gut und die Schweden sind auch da. Perfekt. Dann besetzen wir jetzt hier auch mal ein paar Gebiete. Sehr schön. Läuft. Soweit alles nach Plan. Das hier kriegen wir hin. Ach, schon wieder? Wo? Die Bossen hier. Muss ich da wieder angreifen? Die fliehen. Ich weiß nicht, ob ich dann den Fluss überquere. Das schauen wir uns gleich mal an.
Wurde eine Fabrik gebaut? Ja, wir haben immer noch dieses Problem der Arbeitslosigkeit in Alföld. Wenn da nichts gebaut wird. Aber die Maschinenteilefabrik steht. Ah, nee. In Böhmen steht schon alles. Und in Alföld wird jetzt auch alles gebaut. Sehr gut. Das heißt, das Problem ist bald erledigt. So muss das sein. Hier haben wir die Schlacht gewonnen. Exzellent. Marschieren wir mal nach Widin. Gehen wir hier runter. Falls die es hier zur Schlacht kommen lassen wollen. Hier lassen wir es jetzt zur Schlacht kommen. Wir haben halt nur einen 1er Angreifer und einen 3er Verteidiger. Das sind leider keine guten Schlachten. Wir verlieren auch mehr als die Feinde. Aber wir haben doppelt so viele Truppen. Aber Leveler, herzlich willkommen. Oh, das ist aber echt keine gute Schlacht für uns. Oh, nee, da verlieren wir so viel. Ich hätte es lieber sein lassen müssen. Ägypten möchte verbündet sein. Ja, wir müssen uns zurückziehen. Wir werden die Schlacht nicht gewinnen können. Ach, verflixt. Ja, Rückzug. Verdammt. Ägypten will ein Bündnis. Will die jemand in seiner Einflusssphäre haben? Die Briten vielleicht. Die sind auf herzlich. Wie viele Truppen haben die? Oh mein Gott, die Ägypter haben eine Brigade. Also, nö. Abgelehnt. Eine Brigade. Ich glaube, die spinnen. Unfassbar. So. Die Frage ist halt, ob wir mal jetzt hier unten angreifen wollen, aber... Ich habe jetzt bei den Angriffen aktuell nur schlechte Erfahrungen gemacht. Ah, die greifen jetzt aber die Bayern an. Das ist super, weil da können wir sofort reinmarschieren. Bayern hat auch einen 2er Verteidiger. Das ist perfekt. Den Rest halten wir als Reserve bereit. Das kriegen wir hin. Oh, hier oben ist auch eine Schlacht. Da werden wir angegriffen. Oder greifen... Nee, ich bin der Angreifer. Okay, an die Schlacht erinnere ich mich nicht. Wie kann es denn dazu gekommen sein? Da müssen wir auf jeden Fall Verstärkung mal hochschicken. Weil da verlieren wir gerade. Aber hochkant. Da brauchen wir dringend mehr Truppen. Die Schlacht von Florina haben wir aber sehr gut gewonnen. Verfolgen wir die Feinde nach Janina. Schlacht von Nice. Ja, ja, ist dann doch gewonnen worden. Verfolgen wir mal direkt die Feinde und ziehen vielleicht unsere angeschlagenen Truppen etwas zurück. Wir können weiter belagern. Hier besiegen wir auch die Osmanen. Aha, es gibt das erste Friedensangebot. Wie viel haben wir denn? 35%. Ich glaube nicht, dass wir noch ein Kriegsziel hinzufügen wollen, oder? Steigt unser Hurra-Patriotismus oder sinkt der? Der steigt. Aber wenn auch sehr langsam, oder? Hannover hat uns in Verruf gebracht, schon wieder. Preußen in Hannover, ja, okay. Ich gehe mal davon aus, wir könnten Bosnien bekommen, ja. Und Kriegsziel kann ich halt jetzt gar nicht überprüfen. Aber ich glaube, wir machen jetzt den schnellen Frieden. Frieden vorschlagen, Bosnien. Einverstanden, wir wollen keinen Krieg mehr mit den Osmanen. Sehr schön. Frieden wurde geschlossen. Und unsere Truppen können nach Hause kommen. Eine Armee... Zwei Armeen. Drei Armeen. Hier war noch irgendeine, oder? Hier oben? Hatte ich hier nicht noch eine Armee stehen? Vielleicht habe ich mich getäuscht. So. Okay, Bosnien. Wie viele Einwohner hat Bosnien, wenn ich das mal so vergleiche? Ah, eher wenige. Hier unten. Aber es ist nicht das Kleinste, was wir haben. Alles gut. Ja, das sieht doch jetzt sehr schön aus. Und der Osmane ist keine Großmacht mehr. Aber er ist bald keine Großmacht mehr. Und dann können wir beginnen, ihn zu beeinflussen. Wobei wir mit unserem Einfluss leider kaum die anderen, ich sag mal, halten können. Das ist leider nicht sehr einfach. Bei Baden kommen wir aber wieder gut zurecht. Sizilien läuft... Hier mal noch die Beziehungen mal ein bisschen verbessern. Hannover wurden wir wieder in Verruf gebracht. Aber wenn sie uns nur in Verruf bringen, ist alles in Ordnung. Dann ist die Welt völlig in Ordnung. Okay. Schauen wir uns kurz die Einflusssphären noch an. Luca. Alles im grünen Bereich. Modena.
Passt. Perma passt. Konservative verlieren ein bisschen, aber wir haben trotzdem noch über 50% für Konservative. Sachsen. Württemberg. Passt alles. Wir müssen nur regelmäßig da reinschauen, dann ist alles in Ordnung. Und was haben wir denn hier? Ach, in Bosnien gibt es jetzt eine Kleiderfabrik, die werde ich wieder öffnen und staatlich subventionieren. Ägypten will schon wieder ein Bündnis. Abgelehnt, die haben einfach keine Truppen, das bringt mir nichts. Wir könnten noch ein paar... Warte mal, hier gibt es irgendwo einen Button. Hier, leere Staaten. Ich habe das nie gemacht. Man kann sich hier auch einfach die leeren Staaten einzeigen. Wieso habe ich das nie gemacht, Leute? Ah. Donald, ich grüße dich. Abe. So, wir haben jetzt hier noch Kärnten und Steiermark, aber das Problem ist, ich sehe halt leider nicht auf einen Blick jetzt bei Kärnten, welche Ressourcen die haben. Oh, das wäre noch super in Victoria 3, dass man das so auf einmal sieht. Wisst ihr, was ich meine? Achso, apropos, ich wollte euch ja noch ein paar Victoria 3 News mitteilen. Und zwar ist jetzt bekannt gegeben worden, wann genau das Release-Datum veröffentlicht wird. Und zwar ist das schon in ein paar Tagen. Das müsste, wenn ich mich richtig informiert habe, dann am 30. August öffentlich bekannt gegeben werden, wann genau der Victoria 3 Release noch dieses Jahr sein wird. Also das ist die große Neuigkeit. Nee, es wird mir hier nicht angezeigt. Produktion, das ist nur allgemeine Produktion? Nee. Das heißt, ich muss es schon mir ein bisschen genauer anschauen. Regionsweise. Nee, am besten hier wieder infrastrukturmäßig, oder? Das mit der Baumwolle haben wir, glaube ich, schon genutzt, richtig? Ist das die Lombardei? Wie heißt die Region? Das ist Slowenien. Da haben wir Baumwolle und Holz in Slowenien. Wo ist denn jetzt hier Slowenien? Da, nee, Slavonien? Hier ist Slowenien. Genau, da haben wir schon eine Stofffabrik. Ob sich da noch eine Sägemühle lohnt? Vielleicht? Oder eine Papiermühle mal. Machen wir eine Papiermühle noch. Ne, ich sollte ja vor allem dort, wo viel Bevölkerung ist, etwas bauen. Slowakei, Böhmen, Alfeld, Ostgalizien. Slowakei. Nicht blöd? Wo ist denn jetzt hier die Slowakei? Da oben. Da haben wir ja doch auch schon ein paar Sachen. Böhmen haben wir schon was. Westgalizien? Ne, Ostgalizien. Ich glaube, in Ostgalizien haben wir noch nichts stehen, oder? Nö, da... Ah, da pushe ich auch die Soldaten aktuell, aber was hätten wir denn in Ostgalizien? Oh, da haben wir Kohle und Getreide. Okay. Was können wir denn damit bauen? Ja, nochmal eine Maschinenteilefabrik, oder, würde ich sagen. Ansonsten Stahl. Irgendwas, wo Kohle benötigt wird. Würde sich vor allem lohnen. Kohle und Getreide. Wolli Wonka! Wunderschönen guten Abend auch dir, Ave. Also, Kohle und Getreide. Nee. Konservenfabrik. Ich weiß nicht, ob es der richtige Ort ist. Schnapsbrennerei. Wollen wir mal noch eine Schnapsbrennerei dort? Kohle und Getreide. Eine Beton... Habe ich nicht schon eine Betonfabrik dort? Nee. Auf jeden Fall eine Betonfabrik. Die können wir echt gebrauchen noch. Und eben noch die Glashütte wegen der Kohle. So. Nun nochmal den lieben Gaius in seinen vier Wänden. Ja, ja, richtig, Wolli Wonka. In meinen vier Wänden der Welt, wie du hier siehst. Mitten auf der Landkarte befinde ich mich. Das ist mein Zuhause. Die Welt der Strategie. Schön, dass du reinschaust. So. Unsere Armeen stehen wieder solide da. Mal wieder hier einen Blick reinwerfen. Baden. Oh, sind da wieder die Preußen? Ja, da sind die Preußen wieder am Werkeln in Baden.
Was ist in Sachsen? Sachsen sieht erstmal gut aus. Hallo Silvantino, ich grüße dich. Toskana, warte mal. Wir müssen ein bisschen mehr in Baden reinstecken. Überall anders können wir wieder ein bisschen was rausnehmen. Toskana scheint Frankreich gerade nicht reinzugehen. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Sizilien will ich gerne drin bleiben. Der Rest hier auch. Bayern muss ich doch sogar, oder? Ah, wobei, nee, nicht unbedingt. In Baden wollen die Preußen wieder so einen kleinen Machtkampf machen. Gut. Wenn das so... Ah, nee, in Bayern auch wieder, okay. Ja, freust du dich schon auf den dritten Teil? Da wird bei mir gleich Urlaub eingereicht. Ja, absolut. Ich bin schon mega gehypt auf Victoria 3, Wolli Wonka. Und ich habe ja gerade schon die News verkündet, dass es am 30. August endlich das Release-Datum geben wird. Wir werden endlich erfahren, wann das Release-Datum kommt dieses Jahr. Und da werde ich euch natürlich dann sofort informieren. Und es wird ja ganz viele Videos zu Victoria 3 auf meinem YouTube-Kanal geben. Ausrufezeichen YouTube in den Chat. Dann kommt ihr dahin. Es gibt ja auch schon ganz viele zu Victoria 2. Und natürlich werde ich auch ganz viele Livestreams machen. Also da freue ich mich schon mega drauf. Komm schon wieder nicht hinterher. Hannover. Packen wir mal erstmal in Hannover gerade nichts mehr rein. Sizilien könnten wir auch nochmal kurz vernachlässigen. Ich muss mich mal wieder um Baden kümmern. So. So, wir haben doch bestimmt mal wieder... Ich habe halt nur Respekt vor den Preußen, ob die einen Angriffskrieg machen. Da müssen halt unsere Verbündeten hinter uns stehen, sonst läuft's nicht so gut. Sollten wir ein bisschen an die Grenze marschieren. So. Aber mit dem hier würde ich dann, denke ich, doch gerne wieder woanders hingehen. Habe ich denn 10 Transportschiffe? Ich habe nur 9 Stück. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen 10. Clipper-Transporter. Ich hoffe, es wird auch ein Multiplayer-Projekt von dir wieder geben. Deine Multiplayer-Projekte sind immer episch. Wichtiger Hinweis an der Stelle, Wolli Wonka. Also ja, ich habe ja auch in der Vergangenheit auch immer teilweise ein paar wenige eigene Multiplayer-Projekte gemacht. Aber vor allem jetzt die großen, ganz besonderen Multiplayer-Projekte aller Game of, also Game of Chords zu Crusader Kings 3. In Zukunft dann auch Game of Federation und Game of. Es gibt schon einen Titel für Victoria 3, aber wir werden ihn noch nicht verraten. Zu Victoria 3, das wird auch kommen. Das mache ich gemeinsam mit Strategie-Ecke. Ganz wichtig, also da bin ich nicht alleine derjenige, der da zuständig ist, sondern das mache ich mit dem sehr verehrten Strategie-Ecke. Da kann ich auch mal kurz hier... Strategie-Ecke. Ich hoffe, ich schreibe das immer richtig. Ja. Wir sind da beide immer zusammen hauptverantwortlich dran. Ich habe zwar die Idee gehabt zu diesem großen, besonderen Multiplayer-Roleplay-Streamer-Projekt... Und, ja. Genau, na, mit Max im Boot kann nichts Schlimmes passieren. Genau, also das nächste, also zu Victoria 3 ist dann auf jeden Fall auch was geplant. Nicht sofort, weil wir wollen natürlich erstmal schauen, dass das Spiel auch stabil läuft, dass technisch alles klappt, dass es auch passt für einen Multiplayer. Aber wenn alles passt, ich sag mal dann Anfang 2023, kommt das nächste Game-Off-Event zu Victoria 3, ja. Aber jetzt kommt ja erstmal das nächste große Multiplayer-Streamer-Event zu Crusader Kings 3 mal wieder. Und zwar Game of Chords Staffel 2 kommt im September. Jetzt muss ich nur noch mal schnell in meinen Kalender spicken, dass ich auch euch das richtig sage. Ist nämlich nicht mehr lange hin. 16. und 17. September. Freitag und Samstag, 2 Tage, 2 Abende voller toller Unterhaltung mit tollen Streamerinnen und Streamern. Es sind wieder viele alte Bekannte dabei, die man schon kennt aus Game of Chords, aber auch ein paar coole neue Gesichter, sage ich jetzt mal. Auch wirklich einige besondere Größen, wo ich mich schon sehr darauf freue, dass sie zugesagt haben. Also so richtig freue. So. Den Zollfer Ranger noch mit rein, da wird er RP-technisch wissen müssen, was aus den Van Hans geworden ist. Achso, du meinst in Victoria 3 dann? Oder meinst du in Crusader Kings 3? Wolli Wonka? Ja, also in Crusader Kings 3, da darf er natürlich nicht fehlen. Mit Alfred! In Victoria 3. Ja gut, Victoria 3 müssen wir dann nochmal gucken, wer alles sozusagen das auch spielen wird. Welcher Streamer. Das wird dann nochmal ein bisschen anders sein, denke ich. Aber das werden wir uns auch anschauen. So, jetzt habe ich mein Schiff schon. Ne, es wird noch gebaut, oder? Ich glaube schon. Wird noch gebaut. Der Vorderlader ist gleich erforscht. Dann können wir nochmal ein bisschen Industrie erforschen sogar. Perfekt. Forschen wir mal noch die frühe Eisenbahn.
Ah, okay, jetzt zieht sie durch. Ja, sehr gut. Ja, dann ist natürlich hier auch ein Ranger wieder prädestiniert für Victoria. Selbstverständlich. Victoria wird dann aber natürlich etwas weniger, ich sag mal so, dieses schauspielerische Roleplay, sondern etwas das gediegenere, staatsmännische Roleplay. So würde ich das wenigstens sagen. Und ich hoffe sehr, dass wir für Victoria 3 auch wieder Steinwallen gewinnen können, weil der würde auch super gut passen, meiner Ansicht nach, zu Victoria 3. Aber natürlich auch sehr guten Ranger und ähnliche Persönlichkeiten. So, Sachsen-Weimar, können wir die Beziehungen verbessern, Meinung steigern. In Baden sieht es sehr gut aus. Das ist perfekt. Das heißt, ich kann mir jetzt auch wieder bei ein paar anderen. Ja, ja, doch. Wir kriegen wieder den Einfluss, den wir haben wollen. Warte mal, was? Ah. Russland führt bald wieder Krieg gegen Kokand. Wo ist denn überhaupt immer dieses Kokand? Hier. Kokand. Die wollen Kokand, irgendwas in Kokand erobern. Was sollen sie doch machen? Sollen sie dies doch tun? Wie viele Einwohner hat eigentlich Preußen? Warte mal, die haben nur 3,81 Millionen, haben aber mehr Truppen als wir? Wie kriegen die denn das hin? Ah ja, ich meine, ja, historisch hatte Preußen immer schon eine riesige Armee. Aber die haben nur 3,81 Millionen, während wir 10 Millionen haben. Das heißt, wenn wir dann ausheben, müssten wir viel mehr wehrfähige Soldaten bekommen. Nein, man zahlt hier nicht für bessere Beziehungen. Man schickt sozusagen einen Diplomaten und man hat immer nur begrenzt Diplomaten zur Verfügung. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Oh, die Bayern, warte mal. Militärzugang gewähren. Die konnten hier nicht mehr zurückmarschieren, glaube ich. Die saßen da fest. So, apropos. Ist das Schiff jetzt schon fertig? Das wird doch, es wird gebaut. Wo möchten wir denn den nächsten... Ich glaube, in Sokoto würde es sich mal wieder anbieten, was zu erobern. Ich glaube, das hier vor allem, oder? Oh ja, da leben richtig viele. Das wird eine große, freundliche österreichische Kolonie in Osthauserland. Sokoto ist auch echt nicht sehr stark. Da werden wir mal wieder ein bisschen Zugeständnisse verlangen. So, einmal nach Venedig. Ja, andere Staaten besitzen eine Armee, Preußen ist eine Armee, die einen Staat besitzt. Ja, ja. Ja, 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 ja. 4,4 Infamie bekommen. Jetzt müssen wir langsam ein bisschen aufpassen. Wir dürfen nicht über die 25 kommen, sonst erklärt uns die ganze Welt den Krieg. Das ist immer dann ein wenig unangenehm. Ich will mal hier noch einen vorbauen. Hier müssen ein bisschen den Grenzbereich absichern. Mit ein paar Forts. Prag auch noch eins. Pilsen. Ja, ich glaube, dann sind wir ganz gut gesichert hier erstmal mit ein paar Forts. So. TTT, ich grüße dich, Ave. Ich muss jetzt noch gleich warten mal mit dem Schiff, dass das auch ready ist. Nicht, dass es mir absinkt. In Baden... Oh ja, gut, dass ich in Baden wieder reinschaue, sonst hätte ich es verpasst. Botschafter ausweisen, die Preußen. Ha, Baden haben wir wieder voll im Griff. Sachsen muss ich jetzt auch wieder viel investieren, dann können wir in Baden ein bisschen weniger machen. Sehr gut. Achso, beim Rest habe ich jetzt nicht mehr investiert. Genau, wir wollen natürlich hier auch wieder investieren. Nicht in Österreich, in Sizilien. Wir wollen ja hier wirklich die endlich in unsere Einflusssphäre bekommen nach Ewigkeiten. Und Hannover arbeiten wir auch ja noch immer hart dran. Da sind wir auch auf einem sehr guten Weg sogar. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen pushen. Und wir müssen natürlich nochmal in unsere eigene Einflusssphäre gleich gucken. Mal einen schnellen Blick werfen. Ja, in Bayern ist aber alles in Ordnung. Luca, sind die Spanier ein bisschen dabei, aber puh. Stört mich jetzt nicht. In Modena. Scheint aber gerade keiner voll aktiv zu sein. Wenigstens sehe ich das nicht. Dafür in Parma müssen wir mal ein bisschen wieder was investieren. Und in der Toskana vielleicht auch. Württemberg bleibt alles stabil.
Ah. Ja, in Baden müssen wir jetzt auch wieder loslegen. Sachsen sieht aber gut aus. Baden gehen wir auch mal wieder auf 3. Okay, dann passt das. Nation Unity 30%. Wo sehe ich denn hier die Nation Unity Leveler? Wir schicken mal die Armee jetzt hier in den Süden, bitte. Auf nach Benin. Denn wir haben jetzt gleich unseren Kriegsgrund. Und wir müssen dann auch ja innerhalb von einem Jahr immer den Krieg erklären, das darf man nicht vergessen. Jetzt wird es sogar noch schneller. So, wir haben nur 4 Arbeitslose in Ostgalizien, aber in Ostgalizien baue ich, glaube ich, schon was. Apropos, ich wollte doch noch mehr Fabriken bauen. Also ich glaube, Slowakei haben wir doch jetzt auch schon eine Fabrik, oder? Ist das hier alphabetisch? Ja, ich glaube schon. Das ist gut, Slowakei haben wir schon eine Fabrik. Böhmen auch, Alfeld auch, Ostgalizien bauen wir was. Lombardei, haben wir in der Lombardei schon was gebaut? L, H, J, K, L, Lombardei. Aber bis jetzt nur eine eine Luxuskleiderfabrik, da können wir doch ein bisschen noch mehr bauen. Hier. Was gibt's denn hier sonst so? Eben diese Seide. Es gibt noch Vieh und Eisen. Vieh und Eisen. Würden sich da nicht auch Konserven mal anbieten? Ja. So, dann haben wir natürlich eben noch Eisen. Das heißt, wir könnten auch hier nochmal ein Stahlwerk bauen. Mit Eisen auch ein bisschen Artillerie. Handfeuerwaffen. Munitionsfabrik. Lohnt sich sonst noch irgendwas? Eisen, Vieh, Seide. Haben wir... Nee, das ist ja nicht die Wolle, oder? Gut, die Sprengstofffabrik könnten wir noch bauen. Bauen wir doch noch eine Sprengstofffabrik. Sehr schön. Dann ist die Lombardei ziemlich voll gebaut schon für die Zukunft. Und schauen wir noch eins. Transdanubien? Transdanubien und Österreich? Wo ist bitte Transdanubien? Das hört sich so weit im Osten an irgendwie. Ich kenne das nicht. Transdanubien. Kennt das jemand? Oder ist das in Afrika? Hallo, der wahre Heimerdinger. Ich grüße dich. Ja, wir waren gerade in der Lombardei und haben ein paar Fabriken gebaut. Wo ist Transdanubien? Ist das hier? Ne, das ist ja Benin. Hä, Transdanubien? Ist das hier? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wo ist bitte Transdanubien? West-Siebenbürgen, Ost-Siebenbürgen, Alfeld, Zentralungarn, Slawonien. Dalmatien, Istrien, Kärnten, Steiermark, Mähren. Ich scheine blind zu sein. Sehe ich irgendwas nicht? Weiß jemand, wo Transdanubien ist? Kann das mal jemand kurz googeln? Ich finde die Region einfach nicht. Nordserbien gehört nicht zu uns. Transdanubien. Warte mal, hier im Norden noch? Nee. Hä? Kann ich danach suchen vielleicht? Was kommt genau hier in der Steam-Anzeige? Bei Persien, aber nee, das muss eine Region sein, die ja mir das muss uns gehören, das muss eine österreichische Region sein. Das ist Ungarn? Aber da steht Zentralungarn. Trans? Es ist wirklich hier. Hä? Ach, oh mein Gott, ich bin die ganze Zeit wohl drum herum gegangen. Das hier ist es. Das ist links neben Zentralungarn tatsächlich. Ja, stimmt. Dingelingeling hat es auch geschrieben. Transnubien, Land jenseits der Donau, zu lateinisch Danubius Donau. Werden in Ungarn die orographischen rechts, südlich und westlich der Donau gelegenen Landesteile bezeichnet. Ja, und hallo, ich grüße dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Genau, rechts der Donau. Ja, ja, vielen.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Jetzt weiß ich auch, wo wir unterwegs sind. Da habe ich auch schon Fabriken. Transier. Genau, Konservenfabrik. Ich habe bisher eine Konservenfabrik. Da geht aber bestimmt noch mehr, oder? Ja gut, Vieh, Getreide, Obst. Da bietet sich halt vor allem Konservenfabrik an. Vieh, Getreide, Obst. Bietet sich noch irgendwas anderes an? Vieh, Getreide, Obst. Ich meine, wir können einfach mal eine Stofffabrik noch so ein bisschen reinbauen. Auch wenn wir dort die Materialien nicht dazu haben. Eine Kleiderfabrik dann einfach noch. Vielleicht auch mal noch. Ja, nee, das machen wir woanders. Luxuskleider. Ich glaube, mehr lohnt sich dann einfach da auch erstmal nicht sinnvoll zu bauen. Achso, doch, Obst, 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 Obst. Eine Winzerei können wir noch bauen. Bauen wir noch eine Winzerei.